Warum jagen wir nicht gemeinsam? Ich habe schon genug Fleisch für heute. Aber wenn du willst, helfe ich dir. Wir können von vornherein gemeinsam loslegen. Oder du probierst es zuerst alleine und ich helfe mit, wenn du nicht klarkommst. Also es geht jetzt hier um dieses Wildschwein, ja? Na, ich will es zuerst alleine probieren. Okay, ich bleib hier. Wenn du nicht klarkommst, läufst du einfach in meine Richtung. Neue Quest, ein fetter Braten. Ich speichere mal eben. Okay. Oha. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Das Vieh ist erledigt. Jetzt musst du nur noch das Fleisch am Feuer braten und du hast eine ordentliche Ration Proviant. Ich gehe mal wieder zurück auf meinen Posten. Ja, ist okay. So, ich denke mal, dass wir uns jetzt hier auch erstmal wieder Richtung Dorf bewegen. Weil dann hier das mit dem Jaguar und so weiter, ich glaube, das lassen wir erstmal nochmal eben. Hier so ein Wildschwein kriegen wir ja noch hin, aber... Weil jetzt wird es ja auch gleich Nacht und dann können wir ja nochmal probieren, hier da in diese Baracke nochmal zu gehen. Und nach diesen Stiefeln mal zu schauen. Der nickt ja auch so langsam ein hier, ne? Was führst du im Schilde? Ach, ja. Hm. Mal warten, ob er sich umdreht. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Passt aber auch auf, ha? Ah, jetzt geht er woanders hin. Na, er steht da rum. Hm. Na gut. Also hier, die sind alle schon schlafen gegangen. Jetzt, was ist denn hier noch? Ach, ein schwarzer Oleander. Boah, jetzt ist er... Naja, da steht er noch. So, ich guck mal eben hier auch mal nach dem, hier in diese Baracke. Ja, wird gleich Nacht. Ach, hier ist ja noch so eine Schädelblüte, die habe ich gar nicht gesehen. Den Rum haben wir jetzt ja abgegeben. Da gehen wir nochmal hier zu dem Koch. Die Sache mit dem Gork ist erledigt. Und? Hast du das Fleisch mitgebracht? Jo. Hier, mit schönen Grüßen von Tompkins. Gut, das wäre dann alles für heute. Hier hast du deine 200 Goldstücke. Deine Freundin müsste auch fertig sein. Du kannst das Geld ja mit ihr teilen.
Verkaufst du Proviant? Jederzeit. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Ja, dann zeig mal her. Ich brauche Proviant. So, er hat Rum. Gold kosten 100. Grog kostet 60 und Proviant 25. Ja, ganz schön teuer, ne? Wir brauchen ja auch Geld hier für unsere Ausrüstung, ne? Das lassen wir erstmal eben mal im Stecken. Wir haben ja ein bisschen was. Ja, was ist mit Patty? Gehen wir ein Stück, damit wir in Ruhe reden können. Ja. Na, dann komm mal mit. Ich habe uns ein wenig Proviant besorgt. Ja. Gut gemacht. Her damit. Nicht so schnell. Der Koch hat dir Gold gegeben. Was ist mit meinem Anteil? Den behalte ich erstmal. Alles klar. Und ich behalte den Proviant auch erstmal. Und wenn du dann unterwegs Hunger bekommst, kannst du dir ein paar Wurzeln ausgraben. Nee, wir brauchen das Gold. So, pass auf, jetzt warte hier. Kein Problem. Mal sehen, ob ich jetzt hier mal eben mich da reinschleichen kann. Irgendwie. Na? Raus hier! Ach, der... Hau schon ab! Steht er die ganze Zeit rum. Ach, jetzt macht er einen Rundgang, hm? Das ist unsere Chance. Irgendwie. Nee. Hau schon ab! Ich komme hier aber auch irgendwie nicht rein, ne? Nee. Über eine Stufe laufen. Das Warum ist... schleichst du? Ja. Wir können nicht über die Stufe schleichen, das ist das Ding. Hau schon ab! Nee. Die stehen hier auch noch alle rum. Ach, hier haben wir die ganzen. Hier, Pedro, Riley. Steuermann sitzen hier an der Tafel. Also ich weiß jetzt nicht. Hau schon ab! Warum das jetzt hier so ein Problem ist hier mit dem Schleichen? Nicht durchkomme. Nee. Raus hier! Hau schon ab!
Gut, müssen wir mal sehen. Ist vielleicht irgendwie ein kleiner Fehler irgendwie, ich weiß nicht. Ich versuche mal hier irgendwie mal ein Bett zu finden, wo man mal schlafen kann. Hier geht es auch nicht, ne? Hier sind die ganzen Arbeiter. Alle Betten sind belegt. Aha, okay. Vielleicht mit der Rolle mal probieren. Da sehe ich noch so eine Schädelblüte. So, ich probiere es noch ein letztes Mal mit der Rolle, vielleicht hier mich da rein zu schleichen hier in die Baracke. Das hat geklappt. So, da haben wir jetzt die Stiefel, die wir wollten. Und ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt hier schlafen kann. Ja, bis zum nächsten Morgen schlafen wir mal. Gut. Raus hier! Ja. Raus oder setz was! Ja, komm. Warte. Du Na hast schon. Es so gewollt. Ja, ich wollte doch raus. Verschwinde! Mist. Na, das ist natürlich blöd, wenn die dann da vor der Tür stehen. So, er ist doch jetzt der Typ hier mit dem Kopftuch. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Wir haben ja die schwarzen Stiefel, ne? Könnten wir doch mal anziehen hier. So, da haben wir nochmal Klingenfest 5. Alles klar, die gehen wieder jetzt zur Arbeit. So, Patty nehmen wir mal mit. Und ich versuche mich jetzt mal ein bisschen weiter vorzuwagen hier. Komm mit. Ei! Aber wir haben nicht regeneriert während des Schlafens. Das heißt, wir müssen hier mal irgendwas essen. So. Ah, die Karte. Ich weiß gar nicht. Kann man hier noch was nehmen? Haben die was dagegen? Ich speichere mal eben. Nee. Siehste, Fleisch wollen wir auch noch. Ach so. Ja, oh, geh mal her. Auf dem Feuer noch braten. Machen wir dann Feuer da hinten? Brennt was? Das ist eine Fackel. Haben wir dann hier irgendwo ein Feuer? Oder meint er hier die Küche? Ich weiß es gar nicht genau. Muss mal sehen. Da ist ein Feuer. Kommen wir jetzt nicht ran. Na. Aber ich meine, da hinten war ein Feuer bei dem Lager.